Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Dead by Daylight im zerstörten Platz mit Ada Wong. So, ich habe mir diese Karte gewünscht. Hoffentlich bringt sie mir auch Glück, weil ich habe ja auch ein rotes Kleid an. Das heißt, ich bin ja dann auch im Tarnmodus. Ich weiß noch nicht, wer der Killer ist. Ah, da ist ja ein David King als Nussknacker. Ja, wie gesagt, wir werden wahrscheinlich nachher oder gleich sehr früh erfahren, wer der Killer ist. Früher als mir lieb ist. Ach. Oh, nee. Du schießt mich nicht. Oh. Ja. Genau. Ja, lauf ruhig weg. Von hinten siehst du aus wie ein Mädchen. So, wäre das schon mal geklärt. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Das ist doch... Ja, der Cowboy. Ich komme jetzt echt nicht auf den Namen, wie er heißt. Ah, der Todesbote. Ja, jetzt war... Jetzt... Der Todesbote. Ah, da ist eine Mac. Wie schaffst du den zu mir lockst? Kannst du den Todesboten gerne behalten? Oh, da ist ja eine Dirty Ada. Gen Rush, Leute. Das ging ja jetzt schnell. Na, wo ist er? Ah, okay. Er ist in der Jagd. Ah, mit David King ist er in der Jagd. Trotzdem dran. Ah. Er kommt. Oh, ich muss weg. Ah, ist ja gut, ich gehe ja schon weg. Hat nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt hatte. Da habe ich gedacht, er geht da lang, aber dabei ist er dahin gegangen, wo ich gegangen bin. Ja, gut. Ist okay. Oh, hallo David. Entschuldigen Sie, wären Sie vielleicht so nett? 1000 Dank. Genau, bitte befummeln Sie mich. Ausnahmsweise erlaube ich das mal. Ansonsten Finger weg. Du hast aber schicke Handschuhe. Ach ja, so ein Pingel-Service ist so was Feines. Nur die Position sieht etwas komisch aus. Wer ist denn da gelaufen? Ach, eine Ada. Ja. Komm ich doch einfach mal mit, Ada. Ey, das, wir schaffen das. Oh, der Todesbote ist wieder hinter David her. Ja, so ein Gewehr kann schon echt gemein sein. Vor allen Dingen, wenn er dich trifft und dann da an der Leine hat, wie bei einer Angel. Oh, er hat ihn. Oh, er hat ihn sogar getroffen. Komm, das ziehen wir durch. Gut, das kann ich verkraften.
Oh, wir heilen uns mal schnell selbst. Hallo? Bitte gehen Sie weiter. Hier gibt es nichts zu sehen. Da lege ich mich nieder. Wieso hebst du denn jetzt mich auf? Jetzt doch hier den David hast du doch aufgehoben. Jetzt aufheben können jetzt. Gib doch schön der Reihe nach. Naja, also cleverer wär's ja jetzt gewesen, wenn du den David jetzt hier hingehangen hättest und mich woanders hingetragen. Gut, aber... Wer bin ich schon... Der das bezweifelt jetzt. Oh! Sind wir jetzt ein Camper? Kriegst du sonst nicht auf die Kette? Ja. Erbärmlich. Ist ja schon Noob jetzt. Ja, ich... Nee, also ich bin echt... ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin nicht leid mit solchen Campern. Ich muss gestehen. Ja. Nee, habe ich kein Verständnis für solche Camper, die meinen, jetzt campen zu müssen, damit sie wenigstens einen Kill kriegen. Nee. Habe ich kein Verständnis für. Ich werde jetzt das Tor aufmachen. In der Hoffnung. So, es tut mir leid, aber ich musste raus, sonst hätte er ja noch geschossen und mich da rausgezogen. Aber wobei, einen Hit hätte ich ja gut kassieren können. Jetzt bin ich aber gespannt, wo die andere ist. Oh. Ja, ich hoffe jetzt, dass sie jetzt rauskommt. Oh, er hat einen Schlüssel, vielleicht die Luke. Ja. Schafft sie's? Genau, versteck dich. Terrorradius ist weg. Lauf. Das schaffst du. Müsstest du schaffen. Jawohl, ja. So muss das sein. Ja. Auf gefühlt habe ich ja nicht viel gemacht. Mir ein, zwei Gens, einen vom Haken geholt, oder? Habe ich einen vom Haken geholt? Nee, ich habe keinen vom Haken geholt. Ich war, glaube ich, sehr untätig. Klassenfortschritt minus 1. Ah, bitter. Ja, was hatte er denn? Ja, ja. Ausrüstungsspezi. Pirscher. Totenschalter. Ja. Na gut, ich würde sagen, die Runde war in Ordnung. Mit zwei Aiders, einer sauberen, einer dreckigen, einer Mac und einem David. Ja. Die Runde war okay. Ich hoffe, es hat euch wenigstens etwas gefallen. Lasst mir gerne ein Like da und ich hoffe, euch beim nächsten Video auch begrüßen zu dürfen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.